und herzlich willkommen zur ersten DSTV-Sendung im Jahr 2017. Wie auch schon im letzten Jahr bewegt uns wieder die vergangene Silvesternacht. In diesem Jahr ist es dank eines massiven Polizeieinsatzes tatsächlich gelungen, eine Wiederholung der Straftaten weitgehend zu verhindern. Und dies, obwohl sich erneut mehr als 1000 fahndungsrelevante Personen am Kölner Hauptbahnhof treffen wollten. Viele davon rechnete die Polizei jener Klientel zu, die im vorigen Jahr diese großen Probleme gemacht hat, so ein Sprecher. Zuvor hatte bereits die Bundespolizei berichtet, dass hochaggressive Gruppen in Zügen unterwegs seien. Diese Personen wurden kontrolliert, einige auch zeitweilig festgesetzt. Das ging einigen weltfremden Politikern aus der links-grünen Ecke natürlich zu weit. Sie wittern und twittern, wie immer und überall. Rassismus bei den Beamten. Neben einigen NRW-Provinzpolitikern hat sich die Grünen-Chefin Simone Peter besonders weit aus dem Fenster gelehnt. Ihrer Meinung nach stelle sich die Frage nach der Verhältnis- und Rechtmäßigkeit, wenn insgesamt rund 1000 Personen alleine aufgrund ihres Aussehens überprüft und teilweise festgesetzt wurden. DSTV hat die Rechtsanwältin Ariane Meise um eine juristische Einschätzung des vielgescholtenen Racial Profilings gebeten. Auf die Silvesternacht bezogen muss man sagen, dass es bereits daran Zweifel gibt, ob es sich um ein klassisches Profiling, racial Profiling handelt, weil die Polizei hier aufgrund konkreter Verdachtsmomente tätig geworden ist. Die später festgesetzten Gruppen waren bereits im Vorfeld bei der Anreise auffällig. Sie wurden als aggressiv erkannt, sodass konkrete Verdachtsmomente zur Feststellung der Identität bereits im Vorfeld ersichtlich und erforderlich waren. Das würde dafür sprechen, dass man es eher mit einer ganz normalen Polizeiarbeit zu tun hat, um Straftaten zu verhindern. Möchte man jetzt den Begriff racial Profiling anwenden, so muss man sagen, dass es auch gerechtfertigt gewesen wäre aus juristischer Sicht. Aus den Ereignissen des Vorjahres, wo in der Silvesternacht Frauen ganz enorm belästigt, begrapscht und auch teilweise vergewaltigt wurden, war Anlass geboten, hier tätig zu werden. Insbesondere, wenn man den Erkenntnisstand am Abend des Silvesters 2016 in Betracht zieht. Diese Versuche sind keine juristische, sondern eine politische Dimension, weil versucht wird, bestimmte Tätergruppen nicht beim Namen zu nennen. Aus gutem Grund gibt es in Nordrhein-Westfalen, nicht wie in anderen Bundesländern, die Schleierfahndung, wo es möglich wird, Straftaten im Vorfeld zu verhindern, weil die rot-grüne Landesregierung es eben nicht möchte, dass bestimmte Ethnien beim Namen genannt werden, die für bestimmte Straftaten besonders stehen. Wenn man aber von einer juristischen Dimension sprechen möchte, muss man sich die Frage stellen, ob wir uns nicht im Bereich der Strafvereitlung bewegen, wenn wir ein Profiling nicht nutzen, das geeignet ist, Straftaten vorzubeugen. Als Ergebnis wird man dann also aber feststellen müssen, dass die Maßnahmen der Polizei geeignet und erforderlich gewesen sind, um Straftaten zu verhindern. Besonderer Aufreger in der Öffentlichkeit war die Verwendung des Kürzels NAFRI durch die Polizei. Die hysterisch geführte Debatte um den Begriff erinnert nicht wenige stark an die Sprachregularien sowie Meinungs-, Denk- und Redeverbote in der ehemaligen DDR. Zu dem Thema sehen Sie nun einen Kommentar des NPD-Parteivorsitzenden Frank Franz. Leider werden Probleme oft erst dann als solche wahrgenommen, wenn wir direkt und persönlich davon betroffen sind. Ein schmerzlicher Beleg dafür ist die einschneidende Erfahrung, die unzählige Frauen in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 in Köln machen mussten, in der sie von Ausländern, mehrheitlich von Nordafrikanern, angepöbelt, begrapscht und sogar vergewaltigt worden sind. Doch statt zu würdigen, dass die Polizei in diesem Jahr alles daran setzen wollte, Frauen vor Übergriffen dieser Ausländer zu schützen, wird sie von den üblichen Gutmenschen, allen voran von den Grünen, kritisiert. Dabei wirkt es geradezu höhnisch,
wenn sich Frauen in Deutschland abends nicht mehr alleine auf die Straße trauen und wir uns eine sinnlose Debatte über harmlose Abkürzungen wie Nafris aufzwingen lassen. Wir brauchen in Deutschland nicht noch weitere Debatten um politische Korrektheit, die schon jetzt oftmals nur als absurd und lebensfern zu bezeichnen sind, sondern wir brauchen einen wirksamen Schutz unserer Bürger. Es ist ein unerhörter Vorgang und grotesk, dass sich deutsche Parteien um das Wohl krimineller Ausländer sorgen, die mehrheitlich eben keine Flüchtlinge sind, das Wohl unserer Frauen aber getrost hintanstellen, wenn es nicht in ihre gutmenschliche Ideologie passt. Ich habe vollstes Verständnis für die vielen Deutschen, die sich fragen, wozu sie einen Staat finanzieren sollten, der gar nicht mehr bereit und willens ist, ihre Sicherheit zu gewährleisten. Damit nicht noch mehr Frauen diese Erfahrung machen müssen und Straftaten wegen der Political Correctness verharmlost werden, brauchen wir ihre Unterstützung und ihre Stimme. Die Political Correctness treibt bisweilen sonderbare Blüten. Und scheinbar schlimmer, je mehr Bürger diese Manipulationsversuche durchschauen. Deshalb bleiben Sie kritisch und rebellisch, damit die hysterischen Meinungshüter nicht das ganze Land lähmen und benebeln. Uns können Sie unterstützen, indem Sie unsere Inhalte fleißig teilen und empfehlen. Oder zeichnen Sie noch heute ein Probeabo der Deutschen Stimme. Natürlich können Sie uns auch eine Spende an die am Ende eingeblendete Bankverbindung zukommen lassen. Machen Sie es gut, bis zur nächsten Sendung, Ihre Emma Stapel.